keine Ahnung, was durch Löwenzahn mit unseren Immunzellen so alles passiert. Das habe ich heute für euch vorbereitet. Lasst noch schnell einen Daumen nach oben da, habt ihr schon eine gute Tat heute verübt. Und wir können genau starten jetzt. Ich würde Löwenzahn nicht als Lebensmittel bezeichnen, da kleinste Mengen bereits große Wirkungen haben auf unsere Zellen, sondern eher wie eine pflanzliche Alternativmedizin, die zwar nichts mit der herkömmlichen Medizin zu tun hat, aber ja, auf seine Weise trotzdem besonders wirkt. Wie es die Welt vor diesem Video noch nicht gesehen hat, das verspreche ich euch. Daher dranbleiben, doch was genau mit unseren Zellen dann passiert, das schauen wir uns jetzt mal zusammen genau an. Täglich haben wir in unserer Umwelt ja mit Bakterien zu tun. Diese Zellmembranen von Bakterien beinhalten Zucker namens Lipopolysaccharide, auf die unser Körper mit Entzündungen reagiert, da er sie nicht haben will, da er sie als Antigen sieht. Etwas, was bekämpft werden muss. Daher passiert eine kontinuierliche Entzündungsreaktion bei uns im Körper, da wir ja Bakterien überall sind. Gelangen diese bakteriellen Polysaccharide in unser Blut, binden diese an Rezeptoren von unseren Zellen, auch CD14 genannt, diese Rezeptoren, und verursachen dann Entzündungen bei uns im Körper. Gerade diese können sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dort in unserem Hirn, ja, über Tumor- und Nekrosefaktoren, Entzündungen zu verursachen. Wenn man hingegen Löwenzahn konsumiert, dann passiert etwas Erstaunliches mit unseren Zellen, die hier in der Studie ebenfalls diese bakteriellen Lipopolysaccharide ausgesetzt worden sind. In dieser Studie wurden unsere Immunzellen namens Makrophagen, auch Fresszellen genannt, mit Löwenzahn behandelt, nachdem sie aber Polysacchariden ausgesetzt waren, die, wie wir gelernt haben, ja Entzündungen fördern. Zunächst, wie wirkt sich Löwenzahn auf normale, gesunde Zellen aus, die ebenfalls immer kleinste Mengen Bakterien ja um sich haben? Wir sehen hier im Vergleich zur Kontrollgruppe, dass Löwenzahn hier die Teilungsfähigkeit bzw. die Überlebenschance oder die Lebensrate oder die Lebendigkeit ja, der Zellen über die 100% Marke hinaus steigen lässt. Ja. Dann fällt es aber irgendwann wieder ab, da jeder Stoff ja irgendwann nachteilig wirkt, selbst Wasser ist ja auch irgendwann tödlich. Daher halten wir fest, bei normalen, gesunden Zellen führt normale Konzentration von Löwenzahn dazu, dass die Zellen sich noch besser teilen als normal, wenn man das nicht übertreibt. Ja. Was schwer ist mit dem bitteren Geschmack, da musst du schon ziemlich mutig sein. Jetzt hat man die gesunden Immunzellen mit den bakteriellen Lipopolysacchariden penetriert. Und man sieht hier in dem Bild nach der Kontrollgruppe, dass es zu einer roten Färbung kommt an den Zellen, was die Entzündungen und die krankhafte Veränderung an den Zellen zeigt durch diese bakteriellen Lipopolysaccharide. Wie wir jetzt sehen, mit jedem weiteren Bild, dass immer mehr Löwenzahn hinzugegeben wurde und dass das Rot ja immer weiter abnimmt. Das heißt, dass der Löwenzahn die Entzündungen durch die bakteriellen Polysaccharide zu negieren scheint. Das hat zum einen diesen Grund, dass Bakterien zu viel Stickstoffmonoxid entstehen lassen, auch als NO bekannt, Nitric Oxide, welches zu Sauerstoffradikalen führt bei uns im Körper. Wir sehen in B den Anstieg des Stickstoffmonoxids durch die Lipopolysaccharide von den Bakterien im Vergleich zur Kontrollgruppe. Man sieht dann aber, dass Löwenzahn in egal welchen Konzentrationen hier in der Studie dieses Stickstoffmonoxid wieder statistisch signifikant auf den Normalwert bringt, trotz weiterer Anwesenheit der bakteriellen Polysaccharide. Doch wieso ist das so entscheidend? Das zeigt jetzt die letzte Abbildung, nämlich die Lebensfähigkeit der Zelle. Nochmal kurz, Bakterien führen durch die Membranzucker, auch Polysaccharide, zu Entzündungen bei uns im Körper. Diese verursachen Sauerstoffradikale, diese Entzündungen, die unsere Zellen zerstören und damit die Lebensfähigkeit jener einschränken und das jeden Tag, jede Sekunde. Man sieht hier, dass der Strich, der nach unten geht, die Lipopolysaccharide sind. Diese führen zu knapp 30% Zellsterben. Was wir hier eindrücklich sehen können, ist, dass Löwenzahn bei egal welcher Konzentration in der Studie das Zellsterben durch die Bakterienmembran beendet und wieder normal auf 100% setzt, egal ob Bakterien immer noch anwesend sind. Und das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich. Applaus für den Löwenzahn. Was wir bis hierher gelernt haben. Borrelien zum Beispiel sind Bakterien, die uns nie wieder verlassen und oft dazu führen, dass unsere weißen Blutkörperchen, die Immunzellen, herabgesetzt sind, was genau diesen Grund zum Beispiel hat. Löwenzahn stellt in Zellversuchen sicher,
bei egal welcher gemessener Konzentration, dass die Lebensfähigkeit von Immunzellen absolut stabil bleibt, trotz Anwesenheit von Bakterienmembranen. Daher kleinste Mengen Löwenzahn am Tag, einige Blätter gut kauen, könnten für dich und deine Immunzellen eher ein Segen sein als alles andere und vor allen Dingen auch die bakteriellen negativen Einflüsse sicherlich eher entgegenwirkt. Denn dieser Löwenzahn führt dazu, dass die Zellen keinen Selbstmord, auch Apoptose genannt, machen müssen. Sieht man hier zum Beispiel in der letzten Abbildung. Da es keine Sauerstoffradikale gibt in der Studie mit genügend Löwenzahn, die Zellen ja sonst zerstören würden. Doch wo Bakterien sind, sind Viren nicht weit, sondern noch präsenter, denn das Epstein-Barr-Virus tragen über 90% von uns in uns und es wird über das Küssen übertragen und damit wird sich so ziemlich jeder im Laufe des Lebens irgendwann mal anstecken. Wem das noch zu harmlos ist, der muss verstehen, dieses Virus verlässt uns nie wieder, wie das Herpesvirus. Das EBV ist Hauptverursacher, das heißt das Epstein-Barr-Virus, von Multiple Sklerose. Daher ist Gesundheit zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nun mal nichts. Daher wichtig, den Kanal abonnieren, liken, damit es auch noch anderen vorgeschlagen wird. In dieser interessanten Studie zu Viren und Löwenzahn geht's auch zur Sache. Denn man sieht hier, dass mit steigender Konzentration die Viruslast immer weiter gehemmt wird durch den Löwenzahn und in B auch die Virenzahl immer weiter sinkt. Das war mit der Oyezischen Krankheit, ja, die vor allem Hunde und Schweine befällt. Ja. Doch es wirkt so ziemlich auf jedes Virus, was ich bisher gefunden habe. Hier nochmal als Beispiel das Influenza-Virus. Das kennen wir alle, das Grippevirus. Hier wurden nämlich Löwenzahn gegen den Arzneistoff Oseltamivir getestet. Ja. Komischer Name, Oseltamivir. Aber so ist es nochmal. Welcher Proteine des Influenza-Virus blockiert, die es für die Zellteilung normalerweise braucht, so wirkt das Arzneimittel. Man sieht hier eindrücklich, dass beide klar antiviral wirken. Doch ebenfalls, dass man vom Löwenzahn ja mehr benötigt. Doch dieses Medikament hat natürlich noch Nebenwirkungen, ja wie jedes. Daher eignet es sich sicherlich nicht für die Dauereinnahme, um den Viren entgegenzuwirken, die ja quasi in uns persistieren und nicht nie mehr weggehen. Löwenzahn hingegen kann man schon täglich zu sich nehmen. Das sieht man nämlich in der nächsten Abbildung, dass bei 0,78 Milligramm pro Milliliter Oseltamivir die Lebensfähigkeit gesunder Zellen herabgesetzt ist. Das gleiche aber erst bei 10 Milligramm pro Milliliter beim Löwenzahn der Fall ist. Das heißt über 10 Male, 12 Mal genau genommen. Eher, ja. Daher, wie vorher schon gesagt, wirkt Löwenzahn hier 12 Mal so harmlos, sag ich mal, auf Zellen. Daher, wie vorher schon gesagt, täglich ein paar frische Blätter sehr gut kauen, wirkt Wunder den ganzen Sommer und im Frühjahr quasi ab jetzt ist Sammelzeit. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Inhaltsstoff zeigen, darauf eingehen, ja, der sich ebenfalls im Löwenzahn befindet. Diese Abbildung zeigt die wichtigsten sekundären Pflanzenstoffe. Könnt ihr gerne screenshotten in der Wurzel, in den Blättern und in den Blüten, in den schönen. Sehr schön mal zu sehen. In dieser Studie, wo es um Krebszelllinien geht, konnte wieder klar gezeigt werden, dass ab einer bestimmten Konzentration jede Krebszelllinie, die hier getestet wurde, zum Thema Blutkrebs, im Wachstum gehemmt wird. Durch den sich in Löwenzahn befindlichen Stoff Alpha-Amyrin. Jetzt kommt wieder das absolut Wichtigste. Es hemmt die Lebensfähigkeit der Krebszellen. Doch wie sieht es aus mit gesunden Zellen? In Bild A sehen wir, wie schon bekannt, das Alpha-Amyrin, ja, aus dem Löwenzahn. Dieses lässt gesunde Zellen besser leben und länger als zuvor. Ja, sehen wir hier. In B und C Krebszellen schlechter und kürzer leben als zuvor. Die Stoffwechselaktivität steigt bis auf knapp 160% statt wie normal auf 100% bei gesunden Zellen durch Löwenzahn. Und herabgesetzt ist sie bei Krebszellen auf 20% nur noch mit gleicher Konzentration. Ich wiederhole das nochmal, weil das wirklich so wichtig ist. Die gleiche Konzentration, die benötigt wird von dem Stoff aus dem Löwenzahn, um die Stoffwechselrate in Krebszellen um 80% zu senken, das heißt nur noch auf 20%, hat bei gesunden Zellen dazu geführt, dass die Stoffwechselrate um knapp 60% gestiegen ist. Ja, also knapp ein Unterschied von 140% die Differenz. Um diese Ergebnisse zu kausalisieren, um damit werben zu können, brauchen wir aber natürlich tatsächlich randomisierte Menschenstudien, die es aber leider noch nicht gibt. Aber ich bin mir sicher, dass wir die nicht unbedingt brauchen, um die positive Wirkung von Löwenzahn zu spüren, wenn wir täglich unsere paar Blätter ja zu uns nehmen. Denn Schaden werden diese uns sicherlich nicht, das haben wir auch gelernt,
Nur wie gut diese uns tun, das wissen wir noch nicht ganz genau quantifiziert in Studien, aber dass sie uns gut tun, habe bereits an Zelllinienstudien hier sehr, sehr eindrücklich gesehen. Das ist alles, was ich tun konnte für euch. Das sind für mich die eindrucksvollsten Studien, die ich bisher gefunden habe. Ich habe mir 25 Studien für euch durchgelesen. Von daher an, liked das Video sehr gerne, würde ich mich sehr, sehr gerne freuen für eure positive Bewertung. Und ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr noch weitere Fitmacher sucht, dann schaut mal sehr gerne auf purezell.de, was ich dort für euch entwickelt habe, denn diese Sachen sind wirklich unschlagbar für mich. Dankeschön für deinen Support und bis zum nächsten Video. Ich sag ciao, euer Patrick.